Hallo und herzlich willkommen heute zu Sat.1 am Mittag. Ansturm auf ein Computerspiel. Das hier sieht hier aus wie zu Harry Potters besten Zeiten. Seit heute Nacht 0 Uhr ist die neue Version von World of Warcraft auf dem Markt. Auch ein Rollenspiel der etwas härteren Gangart, muss man dazu sagen, war vielleicht Vorlage für den Doppelmord in Tessin. Die beiden Schüler, die dort aus bislang unerklärlichen Gründen die Eltern eines Mitschülers töteten, waren leidenschaftliche Computerzocker. Zwei Mitschüler packen aus. Melanie Poso berichtet. Das ist er, Bösewicht Sephiroth, Held des Computerspiels Final Fantasy VII. Er tötet unschuldige Menschen einfach so. Möglicherweise mordeten Felix und Torben in Tessin nach diesem Vorbild. Die beiden 17-Jährigen sollen sich am Tatabend sogar mit Spielnamen angeredet haben, als sie das Ehepaar Antje und Peter E. brutal mit dem Messer niedermetzelten. Mike und Peter gehen in dieselbe Jahrgangsstufe wie Felix und Torben. Sie wollen sich vor der Kamera nicht zeigen, wissen aber, wie tief die jugendlichen Mörder in dieser Computerwelt versunken waren. Die haben gedacht, das ist die Wirklichkeit. Die haben über irgendwelche Fantasiefiguren geredet, als wenn es ihre Freunde wären. So haben sie darüber geredet und mit Internetcharakteren und so weiter. Als wenn es wirklich das echte Leben ist. Ihre Familie, ihre Freunde. Tötende Computerfiguren als Familienersatz. Das kostete Antje und Peter E. hier in einem Privatvideo zu sehen möglicherweise ihr Leben. In diesem Schuppen sollen Torben und Felix die 15-jährige Eileen geknebelt und gefesselt als Geisel zurückgelassen haben. War das bereits Teil ihres Krankenspiels? In der Decke steckt noch ein Messer. Felix und Torben planten regelrecht eine Mordserie, wissen die Schulkameraden Mike und Peter. Diese Gerüchte kursierten halt, dass es zum Teil auch eine Todesliste geben sollte, wo sie Namen draufgeschrieben haben, die sie vielleicht mal gerne umbringen wollten. Ich weiß es aus einem gewissen Umfeld, auch direkten Umfeld von ihnen oder zumindest der Geisel, die sie dann genommen haben. Hier in Bolzenburg besuchten die jugendlichen Mörder die 11. Klasse des Elbe-Gymnasiums. Hier leiteten sie den Computerkurs Computerspiele programmieren. Als gewaltliebende Killerspielfans waren sie nicht bekannt. Ich habe diese Schüler nur kennengelernt als höfliche, nette Schüler, die ihre Fähigkeiten haben, die immer hilfsbereit gewesen sind. Doch wie wurden aus den beiden Musterschülern, die so oft Einsen mit nach Hause brachten, zwei eiskalte Mörder? Alkohol und Drogen waren nicht im Spiel. Experten sind sicher, bei Computerfreaks wie Felix und Torben, die in Rollenspielen die Identität der fiktiven Killer annehmen, verschwimmt schnell die Grenze zwischen Gut und Böse und vor allem zwischen Wirklichkeit und Fantasie. Ja, bei solchen Spielen vielleicht nicht verwunderlich.